Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Daniel Dyer Vlog. Wir sind hier in der Steinhalle Lannach bei der Fitness Jam Austria, findet das erste Mal statt. Ich werde hier einen Brickletics Kurs machen mit ganz vielen Teilnehmern, die das noch nie vorher gemacht haben. Und was so passieren wird und so weiter und so fort, seht ihr gleich. Okay Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen das jetzt nochmal kurz richtig. Ja, wir sind hier in Lannach Fitness Jam Austria und die Vicky gibt einen Breakletics Kurs gleich. Es soll ziemlich voll werden. Ich werde auf jeden Fall gleich ein paar Eindrücke sehen und ja, ich nehme euch mal mit. Bis gleich. Ja, weil die Victoria die Idee hatte, so früh loszufahren, haben wir jetzt noch übertrieben viel Zeit und wir suchen jetzt eine Videolocation für Instagram-Videos. Hier geht eigentlich. Wenn hier nicht diese Fliegeviecher nicht wären. Gucken wir mal hier. Ja, was Besseres als das haben wir nicht gefunden. Deswegen muss das jetzt herhalten. Vicky will immer Videos machen, das funktioniert aber einfach nie. Es ist immer so stressig. Normalerweise bin ich in 15 Minuten durch mit 5 Videos. Jetzt dauert es 15 Minuten, ein Video zu besprechen. Nein, da gibt es jetzt ganz sicher nichts blöd zum Lachen. Weil nämlich der Mister das nicht gescheit erklärt beim ersten Mal. Darum müssen wir es 5-mal machen. Ich habe von vornherein richtig erklärt. Location Scouting Nummer 2 und hier ist ein extremer Berg. Und das heißt dann hier, es ist uranstrengend da drauf zu hatschen. So sagt man das hier. Ah, und hier gibt es auch noch was, das gibt es nur in Österreich, zeige ich euch jetzt mal. Das sind nämlich Stiegen übrigens. Ah, und noch was, Vokabel Grundkurs. Wir sagen ja alles für die Katz, ne? Wenn sowas so voll umsonst war. Und hier geben die Österreicher geben den Katzen nichts, sondern das ist dann einmal alles für die Fisch. So, genug. Wir haben übrigens bestimmt 34 Grad hier. Das ist viel heißer als bei uns in Deutschland. Im Schatten. Obwohl man denkt immer, Österreich ist kälter. Okay, willst du noch was sagen, bevor es losgeht? Nein, ich muss noch entspannen ein bisschen. Dass ich Power habe für den Kurs. Ein bisschen. Mini, du kannst jetzt Werbung für deinen Instagram-Account machen. Hier blenden wir den ein. Go! Ja, was soll ich jetzt sagen? Sag, hey Leute, was geht ab? Okay Leute, hey, was geht ab? Bin Brickletics Trainerin, Group Fitness Trainerin, seit vielen Jahren. Kommt ins Eurogym im 3. Bezirk, Donnerstag, 18 Uhr Brickletics. Wer das noch nicht kennt, es ist ein urgeiles Programm. Ja, folgt der Mini auf jeden Fall mal auf Instagram. Hier. Ja, bitte. Verlinkung. 5, 6, 7, 8.
Hi Leute, die Stögers streiten sich übers Autofahren, deswegen rede ich jetzt mit euch. Wir sind auf jeden Fall jetzt auf dem Rückweg von Lannach nach Wien und die Vicky fährt ganz schlimm Auto und die Mini regt sich darüber die ganze Zeit auf. Und jetzt lachen die uns aus. Doch, nein, ihr lacht uns aus. Guck, jetzt muss die Vicky wieder bremsen, weil die immer so aggressiv auffährt. Mit der Motorbremsung wäre ich immer so voll reingerauscht. Aber wenn du es zeitgerecht magst, dann nicht. Ich kann aber nicht vor 5 Minuten schon wissen, dass der bremsen wird. Ist sicher, man muss doch vorausschauend fahren. Ja, fahr vorausschauend. Im Kofferraum mit das nächste Mal. Ja, das war ein kurzer Einblick in das Leben der Familie Stöger. Ja, die Fitness-Jam war auf jeden Fall ganz cool. Es war mega voll, ihr habt es ja selber gesehen. Und ich habe gar keine Ahnung, was ich gerade erzählen soll, weil ich habe gerade nicht so viel zu erzählen, weil wir jetzt noch eine Stunde 19 fahren müssen. Da hole ich noch was auf, eine Stunde 10 maximal. Ja, die Vicky holt leider noch was auf. Die holt immer auf. Ja. Mini, wie hat es dir gefallen? Was? Die Fitness-Jam? Nee, der Einkauf im Fake-Aldi. Es gibt hier Aldi und da steht auch dieses Aldi-A, aber da steht Hofer drunter. Das müsst ihr euch mal überlegen. Die haben einfach da Hofer drunter geschrieben und verkaufen das als Aldi. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, wir sind gerade in Burgenland eingefahren. Das Land hat seinen Namen von den vielen Burgen, die hier stehen. Ja, also zurück zum Thema. Fitness Jam Austria in einem Satz. Wie war die Breakletics-Stunde? Super. Das war ein Wort. Genial. Genial. Ja. So geschwitzt, dass wir runtergetropft. Also, es hat getropft. Sehr gut besucht. Ja, ja. Okay, das war's. Also wirklich gute Energie der Leute. Die sind voll mitgezogen und einige haben mich sogar nachher darauf angesprochen, weil sie interessiert sind, eine Ausbildung zu machen. Yay. Yes, und wenn ihr eine Ausbildung buchen möchtet, dann könnt ihr da Rabatt bekommen mit dem Code Trainer-Daniel. Und dann bekommt ihr das ein bisschen vergünstigt. Alle Infos zur Ausbildung unter trainer-werden.breakletics.com. Ja, checkt das Ganze ab. Ich melde mich später wieder, weil ich habe gerade nichts zu erzählen. Wir müssen jetzt noch ein bisschen fahren. Also bis gleich. So, wir sind zurück und jetzt streiten die zwei sich nicht über das Autofahren, sondern über die Bezirke, wo man hier leben kann. Also wo ist jetzt mehr Ghetto? Nee. Also die Mini wohnt im Ghetto. Sagt. Hast du die Abmoderation heute? Ach so. Nein, ich bin zu müde. Ich muss so viel Auto fahren. Ciao. Nein, du musst mehr sagen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Abonnieren. Nicht vergessen. Und Daumen hoch. Und lasst uns einen Kommentar da. Genau. Okay, Mini, sagt tschö. Tschüss an alle. Bitte für mich auch einen Daumen hoch. Okay, danke. Leute. Haut rein, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.